Jawohl, jauchzet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist wieder soweit. Wir haben eine weitere Hürde durchbrochen. Das hier ist der 350. Clash of Clans Part. Jawohl, juhu. Springet und jauchzet in die Luft und springt in die Luft und jauchzet auch besonders ein wenig. Jawohl, es gibt wieder was zu feiern. Ah, für mich gehen diese Zahlen, diese Pachtzahlen, wie ich sie gerne mal bezeichnen würde, rasend schnell, ja, von dannen, sage ich Ihnen. Ja, kaum haben wir den 300. Part aufgenommen, BAM! Ja, ist gefühlt am nächsten Tag der 350. online. Also ist schon hammerhart, muss man sagen. Sehr wohl, ja. Und um das zu zelebrieren, weiß ich gar nicht so genau. Ich hab den noch schon mal angenommen, oder? Diesen Halbblutprinzen. Naja, ist doch egal. Ja, Snape, dann habe ich dich halt zweimal in meiner Freundesliste drin. Ist ja kein Problem. Ja, aber was reden wir hier so... Oh, hi. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas erwähnen. Irgendwas. Nur was, ich weiß es nicht. Ist doch vollkommen crazy, ja? Wir haben Folge 350 und, ja... Könnt ihr euch selber auf die Schulter klopfen, oder? Kriegt ihr das hin? Rufen wir es mal, Brüder und Schwestern. Ja? Ich habe mir für heute nichts Besonderes ausgedacht, auch wenn es, ja, die 350. Folge ist, das gebe ich zu. Vielleicht werde ich mein Thumbnail mal so ein bisschen umgestalten. Werden wir sehen. Ja? Ich habe das schon mal sowieso geplant gehabt, mein Clash of Clans Thumbnail wieder komplett neu zu gestalten. Ich habe ja schon mal ab Part 300, glaube ich, wieder... eine andere Zahl genommen, eine andere Paarzahl. Ich hatte vorher ja so eine, ja, diese Clash of Clans Zahl oder diese Clash of Clans und diese Supercell vor, die Supercell Schrift und so weiter. Nur ich dachte mir so, ja, ne, ja, welches Schwein braucht das denn bitte? Ja? Niemand, richtig. So, deswegen, weiß ich nicht, bin ich wieder auf die Impact vor, auf den Impact Schrift, ja, auf die Impact-Schriftart umgestiegen. Und ich bin wieder zufrieden. Aber das ist mir nicht genug, ja? Ich möchte mehr. Viel mehr. Ich glaube, mehr bekomme ich hier nicht. Deswegen gehe ich hier rein. Naja, Sie haben jetzt bestimmt gedacht, ich würde über sonstige Sachen reden. Aber dem war nicht so. Sehr wohl. Ja? Wissen Sie Bescheid? Ich weiß selber auch gar nicht so genau, warum ich die Riesen wieder überall, ja, und nirgends hin verzettelt und hin verschifft habe. Ich weiß es nicht. Ja? Hier ist mal der Wutzauber rein. Also labern wir mal nicht so viel rum. So. Und dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Und auch sehr schön aus da. Ne? Wissen Sie Bescheid, jetzt hauen wir mal hier die Heilung rein. Kann ja wohl alles hier nicht angehen. Schaut mal, wie der Magier geheilt wird. Aha! Habt ihr es gesehen, Brüders und Schwestern? Oh mein Gott! Jawohl! Wo geht der jetzt hin? Achso, der geht dahin. Ja, nee, ich habe halt vor, das Thumbnail ein bisschen umzugestalten, so ein bisschen umzuändern, abzuändern. Weil ich es nicht mehr so schön finde. Wir haben jetzt ein Thumbnail... Design, das knapp 350 Parts dann gleich aussah vom Grundprinzip her und das muss mal weg. Ja, ganz dringend, Legias. Sehr wohl. Das muss ganz dringend weg. Ja, wissen Sie Bescheid. Weiß gar nicht, warum ich hier ja noch so rumpalavere für 25 Gold und sonst was. Dabei ist es doch überhaupt nicht nötig, Mensch. Und der Riese, der kloppte auch noch drauf, aus Spaß an der Freude. Aber wir kennen die Leute ja, die sich, ja, dazu bekennen, alles Mögliche kaputt zu machen. Wir kennen die Leute. Komm, das ist das. Aber so viel Anstand muss aber auch mal sein, ja? Ja, total. So, sehr wohl, das war schon mal gar nicht mal so gut. Wir haben Heilzauber benutzt. Ja, und das ist schön. So. Jetzt bitte nochmal das Gleiche, damit wir uns... Oh, was kostet der Tesla nochmal? 2 Millionen, ne? Könnten wir uns vielleicht leisten. Sehr wohl. Uiuiui. Sieht aber alles full hier aus. Und ist auch alles relativ nah, ne? Aber na... Nee. Da gehe ich lieber auf die Sammler.
Ja. Ja, aber nochmal back to topic, ne? Ihr seht, ja, das Thumbnail habe ich wahrscheinlich ein bisschen umgestaltet, damit es ein bisschen besser aussieht, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen ansprechender aussieht, auch meiner Zeit entsprechend, weil ihr müsst euch vorstellen, das Grund-Thumbnail nutze ich jetzt schon seit Part 1. Das heißt, das ist jetzt das gleiche Thumbnail vom Grunddesigner, wie ich es schon seit Part 1 benutzt habe, also seit Ende 2015, und das ist schon über ein Jahr her, ne? Wir haben ja schon wieder 2017, liebe Freunde. Ja, nochmal hier ein frohes neues Jahr an der Stelle, wenn ich Ihnen noch kein frohes neues Jahr, ja, gewünscht habe, ne? Frohes neues Jahr. Und wie Sie gesehen haben, ist auch im Titel etwas ganz Entscheidendes neu gestaltet worden, ne? Ich kümmere mich nicht nur noch um die Thumbnails, wie ich es auch gerade eben schon mal so gesagt habe. Nein, ja, ich, Redon Sky, aka, Sie wissen schon wer, hat höchst selbst dafür gesorgt, dass er das... so unverfroren das auch klingt, aber dass er das Let's Play aus dem Titel rausgestrichen hat. Was auch so eine Sache ist, die ich, so entschieden habe, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gesagt, komm, das ist eine Sache, die jetzt nicht unbedingt sein muss. Oder das ist jetzt eine Sache, das Let's Play ist so eine Sache, das muss jetzt nicht unbedingt im Titel stehen, weil alle sowieso schon wissen, was das hier für ein Let's Play ist und was das hier für ein Videoformat sein soll. Es ist ein Let's Play, und wir spielen Clash of Clans. Das weiß doch schon jede Sau seit 350 Parts. Und die gleichen Leute klicken jeden Tag auf den Part drauf. So unabhängig jetzt, ob da Let's Play oder nicht draufsteht. So, und deswegen dachte ich mir so aus Bequemlichkeit, damit auch der Titel dann besser zu lesen ist, weil da halt diese 11 Zeichen wegfallen, oder sind es 12 gewesen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall fallen halt durch das Let's Play, durch die Wörter Let's Play fallen ja 11 Zeichen weg, die ich dann quasi für den Titel benutzen kann oder für die Part-Überschrift benutzen kann. Ja, zum Beispiel, oh mein Gott, nächster Tesla verbessert oder was? Die rasten vollkommen aus. Nun. So war's halt. Ja. Aber wenn wir jetzt hier noch weiter am Suchen sind, dann wird da wahrscheinlich nichts draus. Wenn ich jedes Mal 600, glaube ich, müssten es jetzt sein. Immer noch 580, okay. Ja, wenn ich so viel Gold verballere, dann wird das heute nichts mit dem Tesla. Kann ich Ihnen schon mal hier und jetzt garantieren. Sie wissen, ja, Bescheid. Ja. So. Na, das heißt, ich möchte halt Clash of Clans ein bisschen umgestalten, so ein bisschen besser gestalten. Und es fängt schon bei dem Kleinsten an, beim Thumbnail und bei dem Titel. Ja. Dass man so ein bisschen auch die Let's Plays an die heutige Zeit anpasst. Denn ich glaube, ich war so an sich einer der letzten Let's Player, die noch Let's Play im Titel stehen hatten. Und zwar ganz am Anfang. Es gibt ja immer noch diese Leute, die sagen erstmal das Spiel, dann die Part-Überschrift und dann ganz am Ende dann das, ja, Let's Play, das und das im Hintergrund. So. Die Menschen gibt's ja auch. Aber ich war, glaube ich, einer der letzten Verfechter, ja, die hier standen an der eisernen Mauer und an der steinernen Mauer und die gesagt haben, nein, ich bleibe dabei, das Let's Play im Titel stehen zu haben. Und das habe ich jetzt weggestrichen. Ich bin mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wie die Leute es annehmen, weil ihr wisst, Veränderung wird nicht immer positiv geahndet und die Leute scheren sich einen Dreck darum, wenn es um Veränderung geht. Sie wollen es immer so haben, wie es immer war, und da muss man schauen. Sag mal, kann ich jetzt hier auch mal ein Dorf kriegen? Das kann ja wohl nicht sein, dass ich wieder 10.000 Dörfer suchen muss. Was soll der Scheiß? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Real Rap. Ach, Junge, gib mir doch bitte kein Dorf mit so viel fetten Mauern und dann auch mit so viel Elixier, aber keinem Gold da drin. Willst du mich vollkommen abziehen? Ja? Mal da überhaupt dahingestellt, ob wir überhaupt... Ich sag mal so, bei einem Dorf, beim nächsten 200k Dorf, aber ja, warum sage ich das überhaupt? Ich meine, ihr wisst es sowieso und ihr wisst, dass ich jetzt schon seit 30 Dörfern wahrscheinlich, naja, nicht so ein Dorf gefunden habe. Und solche Dörfer, die kommen mir nicht ins Haus, weil... Kommen sie mir ins Haus? Na, ich weiß nicht. Level 16 Barbarenkönig, der kann mich mal. Ne? Ich greife natürlich keine Rathaus Level 9 Dörfer an und auch nicht solche 7er, es sei denn, die haben echt fetten Loot am Start. Aber ich möchte am besten Rathaus Level 8 und dann noch am besten halt, ne? Wissen Sie Bescheid. Das zum Beispiel. Ja. Bitteschön. Und auf sowas warte ich auch die ganze Zeit und jetzt kommt es erst. Wisst ihr, wie ich meine? Ist doch zum Heulen. Meine Fräsen. Aber in Ordnung. Dann wohnen wir mal. Ja. Es sind ja auch so gut wie keine Sammler, es sind gar keine Sammler, glaube ich, drinnen eingepfercht.
So muss das sein. Ja, dann wollen wir mal ausrasten. Was ist das denn da? Das sind Geschenke. Sind die für mich? Oder was? Brüdes! Das sollte erstmal hier unten reichen. Dann plündern wir hier. Und hier. Ist mir egal. Ich brauch sowieso nur das Gold. Mehr ist mir hier nicht wichtig. Und wir sehen, wir kommen sogar ganz gut auf die 2. Ja, Millionen. Wissen Sie Bescheid. Wir kommen zwar nicht auf den Stern, aber auf die 2 Millionen kommen wir anscheinend auch nicht. Wie kommt das denn zustande? Wieso? Warum? Wegen der Clanburg? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, geil. Ja, kann ich nichts für. Ne? Wenn es alles so aussieht, als könnte alles in den Sammlern sein. Es ist aber nichts in den Sammlern drin. Da kann ich ja nichts gegen machen. Ne? So ist das. Aber es war heute auch wieder beschissen heute. Das war heute auch wieder so übertrieben beschissen, weil... Naja, ne, wenn du 30.000 Dörfer suchen musst, bis du mal irgendwas findest in der Scheiße. Naja, ist halt so, ne? Aber jetzt laberisieren wir mal nicht so rum. Wofür haben wir denn einen Weihnachtsbaum, den wir plündern können? Wofür gibt es so einen? Richtig, um auf die 2 Millionen zu kommen. Ich hoffe mal, das wird soweit sein. Aber ich denke mal, es muss... Ich glaube, wir kriegen 75.000 bekommen wir für den Baum. Das kommt hin. Da können wir es nochmal gerade so, ja, auf Biegen und Brechen, sage ich da immer gerne zu, ja. Das Ganze erschleichen. Aber ganz ehrlich, kann ich ja auch nichts für. Kann ich nichts gegen machen, so ist das eben. Ne? 2 Millionen. Tesla. Geile Sau. Ich hab dich. Erquicke dich daran. Ja? Weißt du Bescheid? Gibt's noch einen Tesla? Nee, das war's mit den Teslas. Der letzte Tesla ist gerade am Verbessern, die Freunde. Freut euch drauf. Ja? Als nächstes kommt die Luftabwehr. Und die wird auch nochmal richtig krass lecker in die Höhe gepusht. Wissen Sie Bescheid. Na gut, ich würde auch sagen, dass ich dann auch wieder raus wäre für den heutigen Tage. Ja? Die Freunde. Ja? Bauen Sie keinen Scheiß. Wenn es nicht nötig ist. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände, denn es kann immer jemand vorbeikommen, der aus dem Fenster gestiegen oder der ins Fenster, ja, reinsteigt und Sie mit einer randomischen Sektflasche erschlägt. Ja. Vorsicht ist geboten, sage ich mal. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao.